Moin und willkommen zu einer neuen Runde No One Survived. Ich muss hier gerade mal gucken. Ups. Ich habe jetzt oben mal zwei neue Klamotten hergestellt. Was heißt hergestellt? Die will ich gerade noch herstellen. Wenn ich denn wüsste. Hier, wo ich die Hölle hingerissen habe. So. Köln. Da nehmen wir mal drei von mit. Die schmeißen wir mal hier rein. Wir müssen Glas herstellen. Okay. Ich sehe gerade. Müssen nach hier rüber. Ich sehe aber gerade. Ist es anscheinend nicht reicht mit dem, was ich brauche oder vorhatte, wenn ich das so richtig sehe? Wie viel Glas brauchte ich? Ich stelle gerade eins her. Für diesen Dich. Wir brauchen 5 Glas, das läuft. Ja, da müssen wir gleich nochmal gucken. Dann brauche ich ja nochmal, keine Ahnung, 16 Kalksteine. Ich weiß gar nicht, wo ich die überhaupt hatte. Ich weiß, ich habe sie irgendwo. Ja, leider nur noch 8. Das ist, reicht dann wohl auch nicht. Dann wären dann nochmal 2. Achso, Moment, ich müsste das ja da hoch so herstellen. Den kommt dort vielleicht hin. Aber irgendwie nicht so wirklich mit dem, was wir brauchen. Dann haben wir 3 Glas, wir brauchen aber noch 2 Glas. Das heißt, Kalkstein müssen wir irgendwo noch finden. Das ist immer sehr gut. Denn ich weiß überhaupt nicht, wo wir das haben. Oder wo wir es finden. Die sind bis jetzt Zufallsfunde bei mir. Ich habe voll das Kratzen im Hals. Oh, die geilen Karnevalstage. So, allein aufpassen. Könnten aber noch mal schnell oben gucken. Ich bin ja, ich will ja auch gleichzeitig hier noch. Weite Teil, jo. Bauen, was wir können jetzt so. Hallo. Planken, 15 Steine, 5 Pflanzenfasern, okay. Planken, Pflanzenfasern. Pflanzenfasern, die hatte ich da. Bei aufteilen. Sich. Und na, Pflanzenfasern habe ich ja mehr als genug. Das ist einfach nur super. So. Den Planken uns im Übrigen, ne? Die habe ich glaube ich auch drüben noch, also im Auge auf der anderen Seite. Brauchen auf jeden Fall Kalkstein. Ich weiß nicht, wo ich ihn herhole. Fräulein. Körbchen.
Also, dann lasse ich euch mal ganz kurz mit dem nächsten Fenster alleine, weil meine Hündin was zu saufen haben will. Ich habe gerade gesehen, der Napf ist leer. Ich muss da mal schnell was zu trinken holen. Jo, bin auch wieder zurück. Hund hat jetzt sein Wasser. Jetzt glücklich. Moin Emil, grüß dich. Ja, sorry, war gerade, wie gesagt, kurz AFK, Hund Wasser holen. Und versuche jetzt gerade mal hier die neuen Teile zu bauen. Muss halt gleich gucken, wo ich Kalkstein finde, weil ich brauche noch zwei Scheiben oder zweimal Glas. Haut nicht hin. So. Dann glaube ich jetzt mal, Moment, ich brauchte hier 15, 20 davon. So. Kurz hier. Steine brauche ich auch noch 5. 5 Steine, 5 einfache Teile und ein Werkzeugkasten. 5 Steine. Fräulein, Körbchen. Leg dich. Leg. Leg dich. Legen. So. Ja, ich habe Gott sei Dank ein bisschen was geschafft. Eine Werkzeugkiste. Aber das Problem ist, irgendwie, ich weiß immer noch nicht so genau, wo alles ist. Wo habe ich denn jetzt? Och, Mann. Guck mal, hier haben wir übrigens Kalkstein, fällt mir gerade auf. Es ist doch gut, den brauchen wir doch hier noch. Kann ich ja vielleicht doch noch. Alter, Glas brauche ich. Zwei herstellen, dann haben wir ja unsere 5. Fällt mir gerade mal so auf, was man hier alles so in den Taschen findet und in den verschiedenen Kisten, aber eigentlich suche ich ja immer noch, ach Mist, die, wo ist sie denn hingeschmissen? Ich habe die vorhin noch gesehen irgendwo. Wird Zeit, dass ich mal echt hier fertig werde und alles beschrifte. Hier sind sie auch nicht drin. Oh, habe ich doch bei den Waffen gehabt, oder? Da sind nur noch die drin. Ey, das ist echt gerade hier nicht wirklich lustig. Ich und meine Ordnung. Wir müssen hier definitiv noch ein bisschen was arbeiten an der Ordnung. Und da auch nicht. Guck mal, ich habe vorhin doch ein paar an den Kisten gefunden. Ich weiß nicht, wo ich sie habe. Hier sind sie auch nicht. Da auch nicht. Da nicht, Werkzeug nicht. Es läuft, ich merke das schon. Oh Gott, ey.
Ich bin verloren. Ich weiß nicht, wo ich die Dinger hingeschmissen habe. Gott. So, auf jeden Fall ist jetzt gleich hier nochmal fertig. Ich mag schon nicht mehr. Das ist. Ja, das ist wirklich so. Ich bin hier. Ich sage ja, ich weiß, dass ich es eben irgendwo. Habe ich 14 Stück gesehen? Weiß aber echt gerade nicht mehr, wo es ist. Ernsthaft. Da, wo man nicht nachguckt. Wieder ein Blödsinn hier. So, das noch darüber, das dahin. Aber ich habe sie gefunden. Also, weiß zwar nie wo, aber irgendwo finde ich immer was. So, machen wir die Teile hier nochmal. Das ist fertig. Was kann ich denn jetzt hier herstellen? Nicht so weit weg. Okay, hier können wir ganz viele Stoffe herstellen anscheinend. Pflanzenfasern haben wir mehr als genug. Da brauche ich jetzt gleich 9 Planken, 9 Steine und 5 Stoff. Okay. So. Der haut wenigstens hin. Das heißt, wir haben gleich unsere fünf Gläser zusammen oder fünf Glas zusammen und können dann da oben schon mal weitermachen. Sag mal, Hund, was war das jetzt schon wieder? Allein. Runter da. Hey. Pfote. Der Hund immer versuchen muss, seine Leine zu schreddern. Vor allen Dingen, das war nicht mal mehr seine Leine. So, ja, wie gesagt, ist noch nicht mal seine Leine, ist eigentlich die Leine. Ja, war mal ihre Leine, sagen wir es so. So, das muss jetzt erstmal hoch. Ist gar nicht. So, das hat. Fräulein, komm mal her. Du bist eklig. Nee, das ist eine Leine von einer anderen Hündin, also von der Hündin meiner Tochter. Die mag die anscheinend wirklich nicht. Also die Leine. So, 9 Planken. Ja, ich brauche 9 Steine, 5 Stoff, nochmal 3 Teile, eine Werkzeugkiste. 9 Steine, 5, nee, 5 Stoff habe ich nicht mehr, aber einfache Teile. Einfache Teile. 3. Fräulein, runter. Ich glaube, ich muss demnächst hier auch noch Licht hinbasteln. Irgendwie Laternen. Nee, was waren es? Fackeln, glaube ich. So, dann brauchen wir nochmal 5 Stoff und eine. Ach ja, den Werkzeugkasten. Den hatte ich vergessen. So. Aber dann haben jetzt die ganzen Pflanzenfasern wenigstens einen Sinn. Ich kann die jetzt alle mal da bearbeiten. Und habe wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Das ist schon mal sehr schön. So. Oder das, Emil. Ja, das kann natürlich auch sein. Ach, im Moment bringt die mich echt hier zur Weißglut. Das ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal das Alter, also so mit 6 Monaten. Denke mal, die kommt so langsam in die Pubertät und so.
Also der Hund ist echt der Hammer. So, soweit ist dann jetzt hier alles fertig. Da brauchen wir jetzt noch 5 Stoff. Die können wir aber jetzt gerne hier mit dem ganzen Zeug herstellen. Der eigentlich auch ganz gut ist, weil dann können wir mal gucken, was wir jetzt hier für kriegen. Ich denke mal, es wird, vermute mal, sag schnell nähen sein oder so. Ach du Scheiße, ernsthaft? Ich glaube, wir stellen nur mal kurz die 5 her, die wir brauchen. Alles andere dauert ja ewig. So, das ist jetzt. Wahnsinn, ja. Ich muss aber mal kurz gucken, Toneinstellungen. So, an. Es ist gerade echt heftig, wenn man sieht, ja, wie lang der ganze, das ganze Zeug hier braucht. Also pff. Wahnsinn. In der Zeit könnten wir ja vielleicht schon mal wieder hier bauen. Jetzt einmal mal, nee, da brauche ich nichts. Hätte das gern, nein, da auch nicht. Doch, da muss ich, ne, da. Hä? Warum geht das nicht? Ah. Irgendwie. Warum will der jetzt hier auf die Ecke keinen? Ich muss da gleich mal schauen. Irgendwie mag der da nicht wirklich. Ja, das ist ja das, was ich hier gerade sage. Ne? Eigentlich müsste er hier neben. Oh Gott. Es ist gerade irgendwie ziemlich merkwürdig. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gleich echt mal gucken muss. Wow, wir haben jetzt gleich mal einen Stoff fertig. Ich weiß es nicht. Obwohl, es zieht sich noch hin. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich finde das echt. Also das ist. Ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich habe schon gedacht, das Metall dauert lange, aber ja, Stoffe herzustellen, das dauert ja. Mörderei, ja, sag ich ja. Das dauert ja noch länger. Da müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir denn bei Schneiderei? Bei Schneiderei haben wir auch schon 3. Eigentlich anscheinend nicht. Also wir haben ja auch schon ganz, ganz viel jetzt hier gemacht und geschafft. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal runter, weil ich muss jetzt gerade echt mal gucken, weil irgendwas stimmt da nicht. Juna, hier hin.
Also jetzt mal ganz ehrlich, so, wir nehmen die 4, das Teil jetzt mal. Ich müsste ja dann doch, das passt wunderbar, da, das passt auch, das passt. Naja gut, von hier unten scheint es anscheinend besser zu klappen als oben, ich weiß nur noch nicht warum. Ja, nur hier auf der Ecke will er nicht, das weiß ich jetzt auch noch nicht warum. Es ist sehr merkwürdig. Da will er auch nicht. Ah. Oh, Brücke. Da klappt. Ich weiß nicht, warum es da hinten nicht klappt. Ne? Das ist jetzt wieder Fehlersuche im Detail gleich. Weil das ist echt schon merkwürdig, dass er da oben... Hier will er aber, doch, jetzt will er, ich wollte sagen, hier will er auch nicht, aber da wollte er dann doch. So. Oh Mann, ey, das ist... Ich weiß gerade nicht. So. Wenn einer eine Idee hat, warum es da hinten nicht klappt, gerne raus damit. Irgendwas brennt da. Juna, nein, runter. Ab. Leg dich. Irgendwas scheint da hinten in der Ecke nicht zu funktionieren. Ich weiß noch nicht, was. Vielleicht auch nicht daran liegen, dass wir da ein Bett haben. Definitiv nicht. So. Wäre ja mal schön, wenn wir hier so ein bisschen... die Punkte zumindest mitkriegen. Damit wir im Übrigen dann das Schneidern hochkriegen. Vor allen Dingen sollten wir gleich vielleicht auch mal gucken, wie unsere Sachen aussehen. Vielleicht müssen wir die nämlich auch reparieren. Aber erstmal jetzt hier abwarten. Gott, ey. Im Übrigen sehe ich gerade, wir haben hier noch ein bisschen mehr an Fasern. Jetzt mal kurz ein bisschen fertig. Machen wir die mal schnell noch alle rüber. So, dann möchte aber jetzt da irgendwie ganz merkwürdig. Warum kann ich hier kein... Das geht nicht. Ich weiß nicht warum. Ne, ich wollte nicht nur das. Hier noch eine halbe drauf. So. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich noch Steine holen, jede Menge, glaube ich. Ich glaube auch Lebensmittel müssten wir gleich mal holen irgendwie. Dann sollten wir vielleicht hier auch nochmal ein Bett bauen. Sagen, das bauen wir dann auch hier oben hin, das Bett. So, Aussicht besser und so. So, dafür müssten wir aber gleich erstmal da hinten in die Ecke irgendwas gebaut kriegen. Dauert noch ein bisschen, gut. Wir bauen jetzt erstmal, nein, wir reißen das Bett da unten erstmal weg. Ich glaube auch nicht, dass es am Bett liegt, wenn ich ehrlich bin. Oder Strom hatte. So. Aber wir haben ja die Teile wieder. Wir können es jetzt gleich mal ausprobieren. Quatsch. Oh, Moment. Ich sehe gerade unser... Okay. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass der vielleicht auch mal kaputt gehen könnte. Das heißt, wir müssen gleich mal in... Bauhammer bauen, einen Baumstamm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir nicht unten sogar noch einen drin haben. Ich guck gleich mal.
Jetzt warten wir erstmal hier auf das blöde Luftteil. Und ich sage, ich habe noch gesagt eben, ich fand schon das Metall ziemlich anstrengend zu warten, aber der Stoff ist ja noch viel, viel schlimmer. Obwohl ich glaube, dass ich vielleicht gleich sogar nochmal... Also ich warte jetzt, bis wir den Stoffpunkt hier kriegen oder den Schneiderpunkt. Dann gehen wir runter gucken, ob wir noch so einen Bauhammer haben. Ansonsten müssten wir einbauen. Was eigentlich auch nicht so das Problem ist, aber... Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh. Super, wenigstens abgerollt. Warte, da haben wir kein, da haben wir nichts. Da hatte ich auch nichts. Hier habe ich, glaube ich, nämlich schon teilweise sortiert. Hier ist, weiß nicht, gilt der auch als Bauhammer? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber eher nicht, oder? Vier. Okay, der gilt nicht als Bauhammer. Dann packen wir den wieder zurück. Gilt der als Bauhammer? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Stahlhammer. Ne. Glaube auch nicht. Da ist nix, da ist nix. Da sind nur die Ärzte drin. Hier hatten wir auch keinen drin, aber egal, wir können ja hier einen neuen Bauhammer bauen. Erstellen, oder? Gibt es noch einen Bauhammer? Eisenhammer. Na, dann nehmen wir den Bauhammer hier herstellen. Der geht ja wenigstens fix. So, für dich. Eigentlich wollte ich hier unten, nein, ich wollte doch hoch. Genau. Sag mal, was mache ich eigentlich für einen Blödsinn? Oh, ey. Also nach den Karnevalstagen ist das nicht mehr wirklich mein... So, vier. Ich könnte gerade mal... Die Matte, nee, nicht Dachsynthese. Einrichtung da. Ja, das können wir dann bei Gelegenheit mal bauen, aber nicht jetzt. So. Dann so, wir verwenden das mal und machen das als Wiederaufstellungspunkt. Hervorragend. So. Dann, wenn es schon wieder hell wird, ja, wird es schon wieder. Gut, dann sollten wir auf jeden Fall vielleicht jetzt gleich auch nochmal ein Schläfchen machen. Trinken. Nochmal trinken, dann haben wir das zumindest mal fertig. So, eine Einheit haben wir noch. Zwei Einheiten drin. Ja, also wie gesagt. Wo haben wir denn jetzt? Und da, da unten. Ist gleich fertig, zumindest das eine. Pflanzenfasern, das heißt, wir können auf jeden Fall ganz viele Stoffe machen. Das werde ich aber dann wahrscheinlich demnächst wirklich auch wieder offline machen. So. Legen uns eben hin. Hier. Zwei Stunden, glaube ich. Dann müsste eigentlich die körperliche Stärke wieder hochgehen. Ich hoffe es zumindest in den zwei Stunden. Obwohl, sieht ja eigentlich doch ganz gut aus. Wir brauchen noch nicht mal zwei Stunden dafür. So, dann gucken wir jetzt mal. Ja, sind natürlich jetzt alle fünf fertig. Schade.
letzten Punkt, wenn man nicht hier kriegt, dann füllen wir das hier auf. Ach, Quatsch, F geht natürlich schneller. Okay. Ja, ich habe mir da ein bisschen mehr vorgestellt. Wahrscheinlich muss ich das noch alles erkunden und freischalten und so. Na, warte, da gucken wir doch direkt mal. Technologie. Ja, ich sage ja, Medizinstufe 1, Kräuter 3. Medizinstufe 1? Glaub nicht, oder? Doch, haben wir sogar auf Stufe 2. Das heißt, ich bräuchte 3 Kräuter. Haben wir irgendwo 3 Kräuter? Ich weiß es nicht. 3 Kräuter. Hier zumindest nicht. Da auch nicht. Da haben wir auch keine Kräuter. Definitiv. Gucken, dass ich noch weiter hier das Zeug eingeräumt kriege. Umgeräumt kriege und das mal langsam. Diesen komplett leer, das ist schön. Oh, hier haben wir übrigens noch mehr Pflanzenfasern, sehe ich gerade. Toll, hier hätten wir 5 Stoffe gehabt. Können wir eigentlich hochräumen, aber obwohl doch können wir hochräumen, fällt mir gerade auf. So, dann gucke ich jetzt hier nochmal nach. Links noch 2. Lever. Da war. Drin. Verbände können wir ja dann eigentlich auch hochschmeißen. Ich sortiere gerade hier mal ein bisschen um, was wohin gehört. Das würde ja dann im großen Sinne hierhin gehören. So. Das können wir jetzt. Warum liest der immer wieder das Inventar hier? Ich verstehe es nicht. So. Pack das einmal hier unten hin. Die Teile hier werden wir definitiv offline machen. Also, ja. Ganz ehrlich, das ist mir sonst. Durchs voll, dann pack wieder hier rein, glaube ich. So, nur noch 3. Als nächstes. Wieder so ein Pflanzenfaser. Werden wir, ich weiß nicht, vermutlich. Vielleicht holt das Inventar ewig auf, ich weiß es nicht. So. Ja. Bin gerade, wie ihr merkt, ein wenig überfordert. Nein. Ich bin gerade am Überlegen, was ich eigentlich machen wollte. Ach ja, ich wollte mal gucken. Hier das zurück zum Beispiel. In Rucksack. Sollst du nicht rausschmeißen eigentlich? Ich wollte eigentlich mal gucken. Den Rucksack kann. Ja, genau. Ich wollte gerade den Rucksack in den Rucksack packen und wundere mich. Oh Gott. Aber ich muss jetzt trotzdem. Ich würde den Rucksack gerne mal. Schmeiß den doch mal raus. Lass ich nochmal kurz hier rein, weil ich würde ja gerne mal gucken. Blicken. Nicht genug Schneiderfähigkeit. Okay. Ja, das ist dann natürlich nicht so toll. Bezacke. Ich würde sagen, einen Baumstamm drin. Für das Zeug da oben müssen wir wahrscheinlich dann jetzt noch ganz viele. Baumstamm da. Geht von der Seite nicht, dafür müssen wir hier hin. Okay, dann so. Genau, jetzt weiß ich aber, was ich auch noch probieren wollte. Jetzt zu gucken, ob
Da oben das Teil in die Ecke geht. Ach ne, und da was. Weil wenn er jetzt auch nicht da in die Ecke kloppt, dann weiß ich echt nicht, warum nicht. Ich glaube, ich muss hier unten die Ecke mal wegreißen. Ich hier nichts drauf bauen will. Warum? Warum? Mann. So. Ja, das heißt, das ist dann leider wieder Steinverschwendung. Wir müssen ja da leider jetzt sehr viele Steine wieder reinkloppen, die wir schon drin hatten dann eigentlich. So, warte mal. Warte mal, nee, das passt. Oder auch so. Okay. Ich war gerade am Überlegen. Kann ich ja die Kräuter auch mal bleiben, weil da brauche ich ja erstmal 3 Stück von. Da ist nochmal Kräuter, da ist nochmal Kräuter. Hervorragend. Oh, hier sind übrigens auch Pilze. Pilz. Pilz. Kräuter, Kräuter. Nee, keine Ahnung. So, jetzt kurz gucken. Damit, nein, Quatsch. Technologie. Hiermit konnten wir. Jawohl, ja. Jetzt haben wir. Ah, ich brauche nochmal 3 Kräuter. Okay. Und nochmal 3 Kräuter. Also insgesamt 6 Kräuter noch. Brauche ich da nochmal Kräuter? Nee, da brauche ich Alkohol. Okay. Nochmal 6 Kräuter. Komm, wir nehmen einmal hier. Happy Hippo, moin, grüß dich. Alles klar bei dir? So, einmal. Mal 6 Mal. So, warte, das ist da, das ist da. Das heißt, da können wir bestätigen, das können wir bestätigen. Vielleicht können wir das dann auch endlich mal herstellen. Bei Alkohol übrigens, Ingenieurwesen. Ich glaube, da fehlt mir die Elektriker. Nee, habe ich auch mittlerweile. Das ist sehr schön. Ja, toll, aber dafür brauche ich 3 Glas. Dafür fehlt mir wieder das Glas. Das ist... Ja. Das ist schon wieder so voll mein Humor. Schneidertisch könnte ich, glaube ich, jetzt auch in und schneidern. Ingenieur habe ich sogar auf 4. Dann habe ich auf 3. Okay, das dürfte auch passen. Dafür bräuchten wir jetzt gleich 2 Eisenbarren. Landwirtschaft habe ich noch nicht. Das heißt, das haben wir dann auch noch nicht. Landwirtschaft, da sind wir. Da bräuchte ich eine kleine Flasche Benzin. Und hier brauchen wir ein elektronisches Bauteil. Ich glaube, das könnten wir jetzt auch herstellen. Okay. Dann gucken wir gleich mal, was wir da so machen können. Jetzt aber gerade. Nur hier so Steine auf dem Boden, eigentlich so richtig Felsbrocken, die wir zerkloppen können. Einer. Einer. Aber alles wieder so nah an der Stadt. Geht ist nie so meins. Hier hat er auch nicht wirklich viel Steine. Die ist blöd. Ah, warte, da.
da läuft schon wieder ein Zombie. Ja, nicht immer so, ne? Reicht's, wenn ich die schon killen muss, wenn wir da in die Cities rein wollen? Emil, das ist eine gute Frage, sehe ich gerade. Dadurch, dass Happy geschrieben hat oder Hippo. Habe ich da jetzt gar nicht gesehen gehabt, dass du geschrieben hast, aber ich glaube, nee, drehen kann man glaube ich nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, ich sehe gerade, wollte vielleicht dann auch mal eine Rennspitzhacke bauen, herstellen. Sieht's aber auch bei mir gerade ziemlich merkwürdig aus, wie ich den Wagen ziehe. Na, so. So. Pilz. Eigentlich. Bin hier. Ja. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo der die Spritze hingeschmissen hat. Die ist nicht im Wagen, die ist nicht auf dem Boden und die ist im Inventar. Ach Mann, ey. Also manchmal ist echt noch ein bisschen verbuggt, das Game. Das heißt manchmal eigentlich ziemlich oft, aber okay. So. Weiter hier. Wir kloppen uns hier einfach mal einen zusammen. In der Hoffnung, dass wir genug Steine zusammen. Ja, im Prinzip finde ich es nicht schlecht, dass man hier auf Boden auch aufheben kann, aber es dauert mir definitiv lange. Ich habe jetzt gerade wachsen dicke. Ich muss jetzt lieber hier so ein paar, ne? Felsbrocken kloppen, das geht schneller. Das ist schon wieder ein Zombie, nee. Aber es sind gerade keine da. Ich hoffe, die bleiben auch weg jetzt. Die möchte gern Zombies haben. Nein, nein. So, das war Nummer Uno. Hui. Happy Hippo, vielen lieben Dank für dein Follow, vielen lieben Dank und ja, herzlich willkommen bei uns Verrückten hier im Stream und im Chat. So. Gott. Na, mach doch nicht mal. Scheiße. Warum steht da oben plötzlich ein Zombie? Alter. Das kann aber nicht so richtig sein. Erst ist da gar nichts und dann urplötzlich. Ich hörte nur noch dieses blöde Grummeln. Ernsthaft? Da ist der, die das nächste. Das ist... Oh, das war nicht so gut. Mama. Gut, der Bogen scheint was besser zu sein als den alten, den wir damals hatten. Da
was ich halt hier echt nicht mehr nutzen werde, das ist, was ich einfach nicht... Ne, hier ist auch Stadt, das ist blöd. Ich gehe hier wieder. Das Einzige, was ich hier jetzt raufhauen werde, nein, weghauen werde, komm her, du blöder Zombie. Ernsthaft? Sind das neue Zombies? Hilfe! Obwohl, ja, der scheint neu zu sein. Der war komplett blutverschmiert. Keine Ahnung, was der gemacht hat. So, da. Ja, Spiel hat gesagt, er macht jetzt da seinen Spawn und dann hatte ich ihn leider da. Das stimmt wohl. Kann jetzt wahrscheinlich auch heute gleich ganz viele Sachen herstellen, wenn ich die denn alle einsammle, vermute ich mal. Wissen tue ich es nicht. Jetzt Brocken gibt es hier anscheinend auch keine mehr. Das heißt, wir müssen andere Richtung laufen. Ich mag nicht, echt. Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, diese blöden Steine hier vom Boden schneller aufzuheben, ne, dann wäre ich da sofort bei. Aber immer irgendwie... stehen bleiben, sammeln, das ist gerade nicht so meins. Ich bin heute irgendwie eh so ein bisschen, weiß ich nicht, noch fauler wie sonst. Aber das Problem ist halt... Ja, hallo. Irgendwie ist mein Aiming auf Steine auch nicht so toll. Es steht aufheben, ich drücke E und dann passiert trotzdem nichts. So, das da noch, das da noch. Kräuter. Was mich so ein bisschen ärgert, ist halt wirklich auch, dass die Kräuter und sowas nicht stacken, aber wahrscheinlich kommt das auch noch rein. Gleich habe ich ja letztens auch noch zu den Steinen gesagt, weil man ja früher auch nur einzelne Steine machen konnte. Und dann urplötzlich hatte man dann ganz viele oder kann jetzt 5 Steine aufeinander legen. Was eigentlich ganz klasse ist, weil dadurch braucht man dann jetzt nicht mehr so oft hin und her laufen. Pilz. So, übrigens hier. Ich sollte mich mal wassen. Wir wassen uns mal. Dann müssen wir trinken. Habe ich gar nicht so viel getan. Irgendwie. Wir sind eigentlich gleich auch wieder am anderen Städtchen und haben Ohr oder auch noch nichts gekriegt. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Wir könnten aber auch gleich mal mit einem Auto so ein Feld absuchen, wo wir vielleicht auch wieder Erze finden. Auf die Schnelle finden. Ich bin gleich wieder komplett voll mit allem möglichen Zeug, nur nicht das, was ich suche. Wir hauen das mal hier. So.
Ich glaube, ich sollte dann nur langsam aufhören mit Kräutern, weil sonst kriegen wir keine Steine mehr mit. So, obwohl ich könnte die Kräuter, das wäre vielleicht sogar der bessere Part, halt das Teil hier runter. Wenn ich die Kräuter da einfach so an die Seite reinpacke, dann haben wir hier keinen Platz mehr, egal. Also gut, keine Kräuter mehr, Steine auf jeden Fall. Wie gesagt, da in der Ecke müssen wir gleich mal irgendwie basteln. Ich weiß nicht, warum der, obwohl nicht der was wegreißt, der ist wahrscheinlich gleich auch das Dach weg. Bei meinem Glück, wir sind wieder voll. Daher irgendwie. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel da nicht wirklich mitmacht oder nicht will. Dann hau das einfach dahin. Das dahin, dies passt. So. Ne, Kräuter werde ich jetzt wie gesagt nicht mehr mitnehmen. Hier haben wir noch einen kleinen Block. So, ernsthaft? Okay. Gleichzeitig ist auch unsere Spitze kaputt gegangen. Dann stellen wir mal schnell eine her. In der Zeit können wir natürlich nicht laufen. Und da sind wieder ganz viele Steine, sehe ich gerade. Oder Felsen, besser gesagt. Doch mal niemand kaputt. Wir kriegen auf jeden Fall dann hier mal ein bisschen was. Voll für den Profis. Heißt aber auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, Quatsch. War falsch. So, warte. Ich bin ein Quatsch, Toneinstellung. Ich weiß nicht, wo man dieses Gewitter runterkriegt. Ich glaube, ich gehe einfach mal wieder Gesamtlautstärke runter. Ja, und jetzt? Lass mich raten, Fatal Error hatte ich beim letzten Mal auch. Och, das ist doch... wir haben wirklich einen Fatal Error, das ist hervorragend. Low Level Fatal Error, File D, Unreal Engine, bla. Ach Mann, ey, das ist gerade echt... Ich weiß noch nicht mal, wo das letzte Mal abgesaved hat. Das wird lustig. So, what? Was ist denn jetzt, okay. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ich probiere es jetzt nochmal, weil das sah jetzt echt verdammt merkwürdig aus. Was ist denn jetzt kaputt? Irgendwas stimmt hier. Gar nicht mehr. Kann jetzt nochmal versuchen, Moment, das. Versuche jetzt gerade mal zu laden, vielleicht geht das dann besser, was aber eigentlich, glaube ich, nicht so aussieht, weil was ist denn jetzt kaputt? Das habe ich auch noch nicht geschafft oder gehabt, wenn das Game abkackt. Geh mal kurz in Pause und komm wieder zurück.
Okay, ich sehe gerade, der hat anscheinend irgendwie. Wir stehen noch hier an der Stadt. Das heißt, ach, heiliger Kack. Ja, das heißt auf jeden Fall, es ist jetzt so ein bisschen was. Ich speichere mal kurz. Ich würde auch mal fast sagen, der hat mir hier irgendwie alles geschossen. Ich habe keine Ahnung. Nee, irgendwas stimmt hier gerade. Ja. Sieht gerade echt so verdammt nach. Das kann gerade nicht sein. Es scheint irgendwie, also mein Spiel läuft ganz normal, so wie es eigentlich auch sein soll, aber irgendwie streammäßig nicht. Warum auch immer. Wenn ich aber jetzt auf Eigenschaften gehe, zeigt er mir an, dass eigentlich alles so ist, wie es sein soll. Oh. Ja, dann muss ich wohl den Stream doch mal beenden. Ich fahre am besten den Rechner nochmal komplett neu hoch. Oder, ja doch, ich starte den Rechner nochmal komplett neu. Weil irgendwie... Das habe ich, wie gesagt, auch noch nicht gehabt. Ich kann es aber noch mal versuchen. Naja, geht ja eigentlich auch nicht. Verlassen, so. Ja, wie gesagt. Halt, ich sehe gerade hier. Was hat er denn hier? Da war gerade irgendwas. Halt. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich starte noch mal den Stream neu und gucke dann gerade mal, was das war. Bis gleich dann.